Happy Greetings, meine allerwertesten Freunde des äußerst gepflegten Bewegtbildes. Vor einigen Jahren war ich durchaus aktiver auf YouTube und habe das ein oder andere Video mehr gemacht, vor allem über Technik, über Kameras und dergleichen. Und es ist eigentlich schade, dass diese Videos verschwunden sind. Deswegen jetzt das große Revival. Ich zeige hin und wieder mal ein Schnurrbartmann-Classic-Video und jetzt sehen wir ein Video wahrscheinlich aus dem Jahr 2017, 18, 19 oder so. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also viel Spaß dabei und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und schauen Sie auch mal bei Instagram oder Flickr rein oder wie diese modernen Social-Media-Geschichten heißen. Viel Spaß dabei jetzt. Film, liebe Freunde. Ein Gut, das heutzutage immer seltener wird. Wer fotografiert denn noch analog? Ich tue das. Und deswegen zeige ich Ihnen heute eine analoge Kamera. Nämlich die seit 1975 auf dem Markt befindliche Mamiya 645 in der ersten Originalvariante, so wie sie damals auf den Markt kam. Eine sehr spannende Mittelformatkamera mit vielen lustigen Funktionen, einigen Kniffen, aber auch einigen Schwierigkeiten. Ich zeige Ihnen heute, wie diese Kamera funktioniert und warum ich daran so einen großen Spaß habe. Seit 1975 auf dem Markt ist die Mamiya 645 eine beliebte Kamera für Profis, die eine leichte Mittelformatkamera suchen. Leicht aber nur im Verhältnis zu anderen Profikameras mit größeren Negativformaten. Die Kamera wiegt immerhin ein knappes Kilo ohne Objektiv. Das Aufnahmeformat ist 6x 4,5 cm auf Typ 120 bzw. 220 Rollfilm. Und damit ist die Kamera imstande, das Können des Benutzers vorausgesetzt, überaus detailreiche Aufnahmen zu machen, die nahezu dreidimensional wirken. Von dieser ersten Variante der Mamiya 645 gab es drei Versionen. Die normale 645, die ich besitze, die 645 1000S, die sogar eine tausendstel Sekunde Belichtungszeit schaffte, und die im Funktionsumfang abgespeckte 645J. Meine ganz normale 645 hat Leckerbissen, wie die manuelle Spiegelvorauslösung oder die Doppelbelichtungsfunktion, die zwei Bilder auf einem Stück Film überlagert. Der zweite Auslöser macht es leichter, die Kamera von oben zu bedienen. Was ich wirklich ulkig finde, ist der im normalen Sucher integrierte sogenannte Sportsucher mit Kimme und Korn. Wirklich brauchen kann man das aber nicht. Und hier sind wir schon beim Zubehör. Den Lichtschachtsucher kann man natürlich tauschen. Zum Beispiel gegen einen Prismensucher, der das Bild auch spiegelrichtig darstellt. Dieser Sucher hat sogar einen eingebauten Belichtungsmesser. Solche Dinge waren in dieser Klasse nicht mehr selbstverständlich und mussten dazugekauft werden. Das ist eben ein typisches professionelles Gerät. Es kann erstmal nur eine Sache, die dafür aber richtig. Wechselbar war ebenfalls die Mattscheibe. Ich habe in meine einen Horizontstrich gemalt, denn ich leide in meiner Fotografie unter chronischer Horizontschiefe und muss das irgendwie korrigieren. Mit diesem Video möchte ich Ihnen einen Zugang zu der langsamen und ruhigen Mittelformatfotografie geben. Das geht natürlich am besten mit einer frei kommentierten Diashow einiger meiner Bilder, die ich mit dieser Kamera aufgenommen habe. Starten möchte ich mit einer Landschaftsaufnahme aus dem Emsland. Das ist alles Fujivelvia 50 Film, was Sie hier sehen, das ist auf Usedom. Und das wechselhafte Wetter ist natürlich immer sehr interessant, aber auch hier der milde Sonnenschein am Abend. Sehr farbkräftig ist dieser Film, sowohl die Rot-, die Gold-, die Blautöne. Alles ist sehr schön, das Grün ist nicht zu sehr übersättigt, sondern hält sich angenehm zurück und ist etwas tanniger bei diesem Dia-Film. Sehr teurer Film, aber auch eben wunderbar in den Farben. So sehen dann auch wirklich die Dias aus, die da rauskommen. Die sind 6x 4,5 cm in etwa ein bisschen kleiner. Das ist eine ganz besondere Lichtstimmung hier, das ist in der Nähe von Hobsten im Münsterland und da haben wir jetzt gerade wunderbare blaue Stunde. Und das ist eine Raffinerie, das ist eine Vierfach-Mehrfachbelichtung mit der Mamiya 645 auf ein Dia. Und jetzt verabschiede ich mich, allerdings möchte ich Ihnen zu guter Letzt noch zeigen, wie man so einen Film überhaupt einlegt in diese Kamera. Und das ist wieder ein Strand in Holland. Ja, eine Sache muss man ja mal zeigen, wenn man so alte Kameras hat. Wie legt man eigentlich überhaupt noch Film ein? Ich habe hier Fujivelvia 100, habe ich mir aus Japan mitbringen lassen. Und das ist Rollfilm.
Ich mache mal sowas auf. Diese Packung hier. Ich stelle die Kamera mal hier aus dem zweiten Bild raus. Und dann kann man auch schon sehen, man bekommt hier so eine Packung von Fujifilm. Und da sind hier so kleine Rollfilme eingepackt. Ja, wenn man ihn jetzt mal aufmacht, dann wird man auch sehen, einfach eine Rolle mit Film drauf. Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Muss man sich jetzt erstmal überlegen, wie legt man das jetzt vernünftig ein? Ich stelle mal den Film hier an die Seite. Hier haben wir unsere Mamiya 645 und da ist jetzt schon ein Schildchen hinten drin. Und auf diesem Schildchen steht drauf RVP 100 und RVP 100, das ist der RVP 50. So, das ist der Fujivelvia 50 Film. Wir legen jetzt den Fujivelvia 100 ein. Hier muss also noch erstmal der alte Film raus. Fangen wir an. Wenn sich die Kurbel hier an der Seite, die man ja auch ausklappen kann, irgendwann völlig frei drehen lässt, hier kann man es nochmal sehen in dem anderen Bild, frei drehen lässt, dann ist der Film durch, dann ist auch die Bildanzahl auf 15, denn 15 Bilder gehen auf dieses Format maximal drauf, 6x45. Dann kann man im Grunde genommen auch die Klappe hinten vorsichtig öffnen, denn der Film befindet sich jetzt auf der anderen Spule. Und jetzt drückt man hier diese Ohren zusammen und nimmt die Kassette hinten raus. Und da befindet sich unser vollgeschossener Film drin. Und jetzt Vorsicht. Ich räume mal alles so ein bisschen aus dem zweiten Bild raus. Jetzt müssen wir wirklich hier sehen, dass wir dieses Stückchen Papier hier unterfalten. Denn das ist immer eine Trennschicht aus Papier. Das ist das Einzige, was den Film hier vor Belichtung schützt. Darf ja kein Licht jetzt rankommen, sonst ist der Film ruiniert und alle Bilder, die darauf sind. Hier hinten ein kleines Klebeetikett. Aufziehen, rum damit. Und jetzt kann ich diesen Film zur Entwicklung bringen. Was jetzt passiert ist, ist, hier ist jetzt oben eine weitere Spule übrig geblieben. Die setze ich jetzt um. Das ist meine leere Spule von dem neuen Film und die brauche ich wieder für den nächsten Film. Einmal umgesetzt. Und jetzt habe ich hier meine neue Rolle Fujivelvia 100, diesmal nicht Fujivelvia 50. Und diese neue Filmrolle hier muss man auch erstmal hier etwas entblättern. Dann hat man das Schwarze. Das Schwarze kommt nach außen. Legt die ganze Geschichte hier so rein, bis die Rolle passt. Einklipsen. Jetzt sitzt sie richtig, das merkt man auch. Zieht das ganze Ding hier hinten rum. Wunderbar. Mach's rein. Hier ist ein kleines Loch, vielleicht kann man sehen, hier oben drin. Dann setzt man den Film in die andere Rolle, sodass das Loch gegriffen wird von einem kleinen Haken, der da drin ist. Und jetzt dreht man den Film so lange auf die Rolle, bis an dieser kleinen Markierung hier oben und auf dem Film sich die Startmarkierungen decken. Denn jetzt bekomme ich hier am Film gleich eine rote Startmarkierung. Da, richtig groß, Start steht da. So. Und jetzt kann ich diese vorbereitete Filmkassette für den Typ 120er Rollfilm wieder in meine Mamiya einsetzen. Und mit Auslösen und Vorspulen. Nach einer Weile, hier kommen hier oben kleine Pfeile in dem Fenster, kann man natürlich jetzt noch nicht sehen. Dann spule ich so weit vor, bis ich bei Bild 1 bin. Aha, jetzt arretiert die Rolle und jetzt kann ich fotografieren. Also das dauert schon eine Weile, wenn man jetzt mitten auf dem Feld steht und mal eben den Film wechseln möchte mit so einer Mamiya 645 und mit anderen Kameras dauert es noch viel länger. Aber ich denke, es ist die Zeit wert, denn es ist ja auch eine Kamera, die nimmt man nicht mal einfach so mit für Schnappschüsse, sondern da beschäftigt man sich mit, da fotografiert man ganz in Ruhe mit. Es ist eben so, als wäre man Maler und baut seine Staffelei auf und macht dann ein schönes Gemälde. So muss man das sehen mit der Fotografie, mit solchen Kameras. Und je größer die Kameras werden, desto langsamer und desto fummeliger wird natürlich der ganze Prozess. Und das ist auch Teil des Hobbys. Wenn Sie das mögen, dann sind Sie hier richtig. Und wenn Sie das nicht mögen, werde ich in Zukunft auch ein paar einfachere Videos zur Verfügung stellen, wo es um die Grundlagen der Fotografie geht. Aber das erstmal hierzu. Ja, so sieht's aus. Du wünschst dir Fun, Action und Extremsport? Dann bist du hier falsch. Aber ansonsten bitte abonnieren.